So, ich habe mal natürlich wieder vergessen, die Aufnahme zu starten, bevor ich den Bossgegner, also, ja, ich rede schon Bossgegner, das, wie ist das, Pokémon, das, ich bin auch völlig raus, weil ich gerade noch Offscreen gespielt habe und das Herrscher-Pokémon, ja genau. Du besiegst Donarion, Herrscher-Pokémon. Zu gerne hätte ich euch das gezeigt, aber ja, meine Dusseligkeit, ja, erinnert mich mal daran, dass ich mir mal dafür selbst gegen den Kopf treten darf. So, natürlich, Kamera ist natürlich noch nicht perfekt eingestellt. Ist sie ja nie. Das hätten wir. Ihr dürft jetzt sozusagen mal die Siegerehrung mit ansehen. So. Oh, ist wieder Licht da. Ja, beim zweiten Anlauf geklappt. Sorry, dass ich so verschlampert habe. Aber weiter geht's. Mit dem nächsten Part. Seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eilerde mit zu einem neuen Part of Pokémon Sonne. Mit dem Zwergenfürst. Hier bei der Inselherausforderung mit Chris und jetzt auch Marlon. Da hast du als Captain mal wieder eine richtig gute Figur abgegeben. Zwergfürst hat von deiner Hilfe sichtlich profitieren können. Und dein Experiment war auch ein Erfolg. Was? Ich habe von seiner Hilfe profitieren können? Ich hab verdammt nochmal nicht. Der hat mir noch nicht mal ansatzweise geholfen. Und sein Experiment war ja wohl die größte Scheiße. Die ganze Zeit im Dunkeln hier bei dem Scheißkampf, der ist hier seine komplette Anlage ausgefallen. Ein Erfolg. Und profitieren. Ich glaub. Digga. So wie es aussieht, verbraucht dein Herrschomat-Modell 2.0 noch zu viel Strom. Ja, allerdings. Bei den Prüfungen bin ich auch irgendwie immer auf mich allein gestellt. Von Hilfe kann gar keine Rede sein. Es gibt also durchaus noch Raum für Verbesserungen. Vielleicht kriegst du ja Akkup noch dazu, die nötige Energie beizusteuern. Hier, Zwergfürst. Für deinen Sieg. Achso, das ist Chris. Für deinen Sieg über das Herrscher-Pokémon bekommst du von mir den Z-Kristall Voltium Z. Okay, ich bin heute noch ein bisschen zerstreut. Das ist aber typisch Zwergfürst. Und besser kann man den Part 2 Zwergfürst nicht beginnen. Prüfung bestanden. Okay, das hätten wir erledigt. Weiter geht's. Schau genau hin. Zack. Okay, das ist vermutlich die Bewegung für die Setzkraft von Elektro. Im Dunkeln habe ich mich irgendwie wohler gefühlt. Wenn du mir jetzt so direkt ins Gesicht schaust, werde ich ganz nervös. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wo ist der Stromausfall, wenn man ihn braucht? Also, danke und herzlichen Glückwunsch. Du hast die Prüfung bestanden. Mann, dreh dich um, wenn ich mit dir rede. Oh, sowas will Captain sein. Ein kleines Kind. Ich gratuliere zur bestandenen Prüfung. Und auch dir vielen Dank, Captain Chris. Mein
Herz rast noch immer wie verrückt. Hehe, du bist zwar mein Cousin, aber dich zum Captain zu machen war eine gute Wahl, Chris. Ihn zum Captain zu machen war eine... Alter. Ich will hier raus. Normalerweise werden die Captains ja vom Inselkönig ernannt. Ja, das hat auch so seine Richtigkeit. Aber hier auf Ulla Ulla laufen die Dinge nun mal ein wenig anders. Ich will weg von Ulla Ulla, so schnell wie möglich. Genau, ich wurde von Marlon zum Captain ernannt, nicht vom Inselkönig. Aber du hast es wirklich drauf, Zwangfürst. Chris scheint viel von dir zu halten. Gut, dann habe ich hier auch noch was für dich. Du erhältst den Z-Kristall Metallium Z. Metallium Z wurde in der Z-Kristall-Tasche verstaut. Dieses Z-Kristall habe ich mir zusammen mit meinem Pokémon auf meiner Inselwanderschaft erkämpft, um stärker zu werden. Aber bei dir ist es jetzt in besseren Händen. Keine falsche Bescheidenheit, nimm ihn nur. Ich hätte da übrigens noch eine Bitte an dich. Der gute Kukui hat hier nämlich neulich was liegen lassen. Ah, die Maske des Professors. Die Maske des Professors wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Als ob das so ein großes Rätsel war, dass der Mask Royal ist. Kukui wollte zum Mali-Hitzgarten zurück. Entschuldigung für die Umstände, aber könntest du die Maske bitte bei ihm abliefern? Bei unserer nächsten Begegnung müssen wir unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Warum nicht bei dieser Begegnung? Wäre doch eine viel coolere Inselprüfung. Oh, Magnetilo. Oh. Zygarde-Würfel. Lebensform absorbiert. Können wir die irgendwann nochmal einsetzen und mal einen Zygarde draus machen? Oder bleibt das für immer ein Würfel? Fangen wir halt irgendwann mal einen Zygarde und können die verschiedenen Formen dort mal aktivieren, oder? Oder ist das nicht drin? Hokulani-Berg. Ja, ich werde mal schnell ins Pokémon-Center ein und endlich mal mir Pokémon-Tränke zulegen. Kein Plan, warum ich die immer noch nicht habe. Ich habe gerade zweimal die Inselprüfung gemacht und das ohne Tränke. Herzlichen Glückwunsch, das Wagensortiment hat sich erweitert. Hoffentlich ist es etwas für dich dabei. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Was kann ich für dich tun? Oh, ein Hypertrank. Dann muss ich mir natürlich erstmal ein paar zulegen. Wär's erstmal mit 7. 7 ist eine gute Zahl. Vor allem für einen Zwerg. Das habt ihr jetzt mal nicht gehört. Natürlich habt ihr das nicht gehört. Und auch noch ein paar Beleber brauche ich. Nicht viele, aber das dürfte reichen. So noch 3 von der Sorte. Habe ich Zähne. Zähne habe ich sowieso im Mund. Ha! Hat der Zwerg fast einen Witz gerissen. Auch noch 3 davon. Dann habe ich auch noch davon 10. 10 habe ich auch am Fuß. Haha, das hört ja nicht mehr auf mit diesen lustigen Witzen. Ja. Oh, nicht genug Geld. Ja, heute auch Flachwitz aus. Natürlich muss ich auch noch meine Pokémon wieder fit machen. Ein ulkiger Part. Ich sollte eigentlich aufhören und den irgendwann anders weitermachen. Ich bin heute irgendwie... Ja, kommt. Habt ihr was, über das ihr euch lustig machen könnt? Weil nur das wollt ihr. Na dann. Gibt der Meute, was die Meute haben will.
danke, dass du den Kokowai-Bus nimmst. Mist, du bist zur Haltestelle am Fuß des Berges mitfahren. Ja klar, mit Paluten reise ich doch immer gerne im Flixbus. Der Kokowai-Bus steht immer zu deinen Diensten. Wir bringen unsere Passagiere schnell und sicher ans Ziel. Alle einsteigen bitte. Guten Tag, mein Name ist Patrick. Ich bin am heutigen Tag Ihr Busfahrer. Vielen Dank, Paluten, dass du mich mal wieder kutschiert hast. Es war mir eine Ehre, mit dir zu reisen. Na toll, noch eine Herausforderung. Interessierst du dich für meinen Pokémon oder interessierst du dich für mich? Weder noch, würde ich mal sagen. Kommt mir denn heute jeder blöd hier? Ist das denn heute die Möglichkeit? Das kann doch hier nicht wahr sein. Meine Güte, ist das hier ein Part. Ab zum Professor Kukui. Ich hoffe, der kommt mir nicht so blöd. Och nein, och nein. Team Skull. Och nein. Kommt. Es wär's nicht schon genug. Yo, yo, Kokoi. Du willst eine Pokémon-Liga gründen? Da lache ich mich mal schief. 4 Runden. Was? Greift ruhig auf einmal an. Niemand kennt sich mit Pokémon-Attacken so gut aus wie ich. Mit Sternschauer oder Einäscher schicke ich euch in 4 Runden auf die Bretter. Wir regeln das in einem Battle Royale. Nicht dein Ernst. Machen wir ihn fertig. Sie schaffen das, Professor. Damit habt ihr euch übernommen, Team Skull. 3 Gegner auf ein Streichblatt machen. Mir gefällt dieses Battle Royale. Na, wer ist denn das? Es ist Bromley. Hier kommt der Boss. Kein Erbarmen. Keine Gnade. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin die große böse Bromley. Aufgepasst, ihr Maden. Sperrt schön die Dots auf. Es kommt zum Showdown zwischen Bromley und dem Anführer von Team Skull und Professor Kukui. Kukui. Eins haben wir ja gemeinsam. Wir hatten beide nicht das Zeug zum Captain. Ich kann ja verstehen, dass du etwas Neues auf die Beine stellen willst. Mir wäre eine vernünftige Liga auch lieber als unsere Inselkönige oder Captains. Diese überflüssigen Relikte aus der Vergangenheit. Da gibt es nur einen Haken, mein lieber Freund. Die Liga ist so überflüssig wie ein Kropf. Denn wer hier der Stärkste ist, der ist doch schließlich längst entschieden. Da liegst du aber falsch, Bromley. Ich hätte durchaus Captain werden können. Aber ich wollte lieber meinen Wunschtraum verwirklichen. Als ich auf der Suche nach einer Attacke war, mit der ich gegen Haller gewinnen könnte, da hatte ich einen Geistesblitz. Sowas wie eine ultimative Attacke gibt es nicht. Worauf es ankommt, ist die richtige Attacke zur richtigen Zeit einzusetzen. Das macht einen guten Trainer aus. Und damit Trainer solche Situationen üben können, brauchen wir eine Pokémon-Liga. Na los, Bromley, zeig doch mal, dass du nicht nur eine große Klappe hast, sondern auch ein paar tolle Attacken einsetzen kannst. Also, sofern du das kannst. Schließlich ist Zwergfürst auch mit von der Partie, stimmt's? Was, wie bitte? Ich soll ja...
Ja, ich weiß, das war mir fast schon klar, dass ich jetzt hier mitkämpfen muss, aber könntet ihr mich bitte da rauslassen? Das wäre nett. Oh, ein Junge auf Inselwanderschaft. Du siehst dich gerade wie Hallas Enkelkind aus, Faust. Er ist erst vor kurzem nach Alola gekommen und hat seitdem eine Menge Abenteuer erlebt. Entdeckungen gemacht und Erfahrungen gesammelt. Die Attacken, die Zwergfürst und sein Pichu einsetzen können, hauen jeden aus den Socken. Klar, mein Pichu. Mein kleines Pichu, was nicht mal vernünftige Attacken hat, haut jemanden aus den Socken. Und wenn du dich für den stärksten Trainer hältst, dann solltest du gegen sie kämpfen, Bromley. Hey, jetzt setzt mich diese Attacke auch noch aus seinen armen Schützling los. Was ist das, ein Sattrink? Was erhoffst du dir von dieser Sache mit der Inselwanderschaft? Ich sag mal, das heraus, ich will stärker werden. Ist ja nicht gelogen. Das kannst du knicken, mein liebes Jungchen. Und was dich angeht, Kukui, bevor ich dich so richtig platt mache, zerstöre ich alles, was dir wichtig ist. Ich bin Bromley, die Zerstörung in Person. Ich werde dir zeigen, was es heißt, so richtig platt gemacht zu werden. Na toll, jetzt müssen wir auch noch gegen den Sack dort kämpfen. Der Boss von Team Skull. Der Boss von Team Skull. Ja, alles klar. Also, dreimal. Also, Team Skull hoch. Drei. Und was ist das für eine Missgestalt? Tektras. Okay. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber... Okay. Ich tausche mal vorsichtshalber zu John. Stand da gerade genug gekämpft? Naja. Nitro-Ladung ist angesagt. Ich denke, da kriegen wir hin. Das dürfte nicht so ein großes Ungeheuer sein, wenn es von Team Skull ist. So, ich übe mal diese Set-Attacke aus. Ich weiß, ich werde es vielleicht bereuen. Aber los geht's. Und John hüllt sich in Z-Kraft. Und los, dynamisch Max-Finale, das kennen wir bereits. Und das wird gleich ordentlich knallen. Bam! Na, siehste, geht doch. Was? Rückzug? Von mir aus. Du sollst dich zurückziehen. Ein Ariados. Okay. Da ich wenig AP noch habe, werde ich meinen Hypertank einsetzen. Ist ja nicht so, als hätte man keinen Trink. Aber ja, dafür gesorgt. Im letzten Pokémon Center. Zack, ist John wieder aufgefrischt. Zack, das haben wir. Zack, 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 zack. So gut wie gewonnen. Das ist. Ist halt Team Skull. Ist. Was habt ihr erwartet? Team Skull tut nur Nerven. Mehr macht es nicht. Und John erreicht Level 36. Nerven? Mehr können sie nicht. Lia, die vierte, erreicht Level 24. Skull Boss Bromley sitzt als nächstes Tektras ein. Ich kämpfe mal weiter. Ja, ich werde mal Biss einsetzen.
Hoppla, hat ja geholfen. Was für eine Überraschung. Ben erreicht Level 29. Gut, dass der auch mal im Level ansteigt. Koyutsu erreicht Level 39. Ach, den haben wir ja auch noch. Eschkoyutsu. Abgefahren. Du bist echt abgefahren. Zerrfest gewinnt 3600 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Kampf gegen dem Team Skull Boss hervor. Es war wie immer. Ja, muss ich nichts zu sagen. Aufreibend. Oh, Mauzi entwickelt sich. Sowas, das dürfen wir noch miterleben. Ein Mauzi entwickelt sich bei uns. Ein Mauzi, wollte ich mal sagen, ein Mauzi. Die haben bei uns eigentlich nicht die längste Überlebenschance. Als Mauzi hast du im Team Svergi nicht so das Beste los. Aber gut, ein Snubbly Card haben wir jetzt. Dann hoffe ich mal, uns bleibt das Snubbly Card erhalten. Schön. Sieht ein bisschen aus, als hätte der einen Tumor im Gesicht. Ich weiß, ich beleidige heute nur, aber das Snubbly Card sieht irgendwie ein bisschen missgestaltet aus. Ein bisschen deformiert. Okay. Das war mein ziemlich random Part jetzt. Bromley, was treibst du denn da? Hat er gerade mit sich selbst in der dritten Person geredet. Okay. Entfessle die zerstörerische Kraft deiner Pokémon. Zwergfürst, richtig. Den Namen werde ich mir merken. Das nächste Mal bist du fällig. Ist auch noch schizophren. Der Boss hat bloß gewinnen lassen. Du wirst schon merken, wenn er es ernst meint. Alles klar. Hat mich gewinnen lassen. So wird es auf jeden Fall gewesen sein. Gegen ein Kind auf Inselmannschaft zu verlieren. Was für eine Blamage für Team Skull. Als ob Team Skull eine Blamage. Ja. Team Skull ist eine Blamage. Das ist eine einzige Blamage. Respekt, Zwergfürst. Du hast dich wacker geschlagen. Hör auf. Gegen Team Skull. Zwergfürst. Das waren ein paar spektakuläre Attacken. Ich bin echt beeindruckt. Ach ja, fast hätte ich vergessen, dir was sehr Wichtiges zu geben. Diesen Seidkristall sollst du Fuergo zum Tragen geben. Der letzten Entwicklungsstufe des Flamiao, das du von Halla bekommen hast. Das werde ich machen. Fuergo Set wurde in der Set-Kristalltasche verstaut. Ich habe da schon so eine Ahnung, wie die Attacke aussehen wird. Haltet euch fest, im nächsten Part werde ich die bestimmt mal austesten. Ich habe die mal in einem Trailer gesehen. Sag mal, Zwergfürst, diese Maske, die du dabei hast, die hast du doch von Marlon, oder? Ich kann sie dem großen Maskulär für dich überreichen. Er ist ein großer Freund von mir. Ja, ich weiß, du bist Bruce Wayne, nicht Batman. Das ist alles klar. Ich werde dein Geheimnis behalten. Du hast Professor Kukui die Maske des Prof überreicht. Zoom noch auf das. Alter. Liebes Spiel. Liebe Spielentwickler. Was denkt ihr? Wie debil ich bin. Wie naiv ich bin, dass ich das nicht kapiere. Ach ja, Zwergfürst, weißt du zufällig, wo Lilly sich gerade herumtreibt? Da. Da habe ich sie. Hier bin ich. Und ich bin auch von der Partie. Wir waren zusammen unterwegs. Und Tagi? Ist sicher wieder in einem Malasada-Laden und schlägt sich den Bauch voll. Nein. Ich war ganz schön in Sorge wegen euch. Professor Kukui und Zwergfürst. Mit den Schergen von Team Skull sollte man sich besser nicht anlegen. Och,
kommen die jetzt auch noch mit Team Skull, sollte man sich nicht andenken. Leute. Ach, was? Ich finde, ein paar Attacken im Kampf auszutauschen ist der schnellste Weg, einen anderen Trainer richtig kennenzulernen. Naja, ich würde mich dann mal auf den Weg zum Mount Nanakila machen. Die Geburtsstunde der Pokémon-Liga naht und es gibt noch viel zu tun. Halt auf deine Inselmannschaft, Weiser, die Ohrensteig, Zwergfürst. Zwergfürst, pass bitte gut auf dich auf. Hey Zwergfürst, du hast Chris' Prüfung bestanden, stimmt's? Herzlichen Glückwunsch. Um an die nächste Prüfung teilzunehmen, musst du zunächst zum Dorf der Kapu, das hinter Route 11 liegt. Wenn du Route 11 nicht findest, frag einfach einen Polizisten nach dem Weg. Viel Erfolg, du schaffst das noch. Du schaffst das schon. Los, Lee. Wir zwei gehen jetzt zusammen shoppen. Hehe. Kann sie ja nicht alleine. Ich bin hier von Ding jetzt. Ich glaub's nicht. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Luft runterkommen. Da war so ein random Part heute. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Däumchen nach oben oder Däumchen nach unten. Pokémon-Sonne wird immer heller. Ich muss mir langsam mal einen richtigen Spruch draus denken. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und ja keinen weiteren Part verpassen wollt. Gehabt euch wohl, haut rein. Bis zum nächsten Mal.